Jo Leute, willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute zeige ich euch, wie ihr den Sinus-Bot, also vom letzten Video, der für Windows, den zeige ich euch heute mal für Linux. Dazu habe ich mir jetzt einen V-Server geholt beim Noise. Also hier einfach noise.de. Ja, ich zeige euch einmal kurz die Seite. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, nur am Anfang hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit denen. Nur, ja, die haben auch momentan hier eine Gutscheinaktion. Hier, wenn ihr zum Beispiel Minecraft-Server Level 2 mit 2 GB holen wollt, dann hier eine Gutscheinaktion und sonstiges. Und ja, wie gesagt, heute geht es darum, wie ihr euch eine Musikbot auf dem Linux-Server einrichten könnt. Dazu habe ich ja auch eine Seite, die vom TS-Coach. Der Link steht einmal in der Infobox und hier sind auch die ganzen Befehle. Die werde ich auch natürlich in die Infobox reinschreiben, extra für euch. Die habe ich auch extra hier alle in einem Textdokument verfasst. Und hier unten den Befehl, da komme ich ganz zum Schluss mal drauf hin. Weil, ja, das hat jetzt nämlich damit ein bisschen weniger mit zu tun. Aber zuerst, wie gesagt, braucht ihr Putty und WinSCP. Ich glaube, das habe ich eigentlich noch gar nicht gesagt. Aber ihr tippt einfach hier bei Google ein Putty. Und dann downloadet ihr euch einfach die ganzen Sachen. So. Dann, wenn ihr die Sachen habt, loggt ihr euch einfach mit der Putty auf euren Server ein. Akzeptieren, ja. Als Root anmelden. Jetzt habe ich gerade das Passwort, glaube ich, falsch geschrieben. Ah, war richtig. Okay. Jetzt sind wir hier im V-Server drin. Und ja, jetzt gehen wir hier auf die Seite. Teamspeak, Musikbot. Und zum ganz zum erst müssen wir die Updates machen. Das wäre apt-get install. Nein, sorry. Einfach nur Update. So, jetzt lädt er die ganzen Updates. Das kann je nach Größe des V-Servers anders dauern. Also zum Beispiel, wenn ihr einen V-Server mit 4 GB habt, geht es relativ gut und schnell. Und wenn, aber wenn ihr zum Beispiel nur 1 GB habt, lädt es natürlich langsamer. So, wir kopieren uns den nächsten Befehl, Steuerung C. Und in der Putty einfach rechtsklick und schon haben wir jetzt eingefügt. Und ich habe aus Versehen zweimal Rechtsklick gemacht. So, ausführen und Y drücken und Enter, um das Ganze zu bestätigen. Und jetzt zeige ich, wie das hier schon mal alles installiert wird. Können wir auch schon mal den nächsten Befehl eingeben. Also kopieren. Das wäre nämlich der adduser-disabled-login-bot. Das brauchen wir, um den User anzulegen, also den Bot-User, damit auch später natürlich der Musikbot funktioniert. So, das, wie gesagt, es kann ja auch wirklich mal eine Zeit lang dauern. Ich nehme schon auf, wie lange? Ja, 3 Minuten. Geht ja noch. Außerdem, wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wie ihr bis zu 6 Instanzen anlegen könnt, also hier, das ist wie gesagt immer noch für 2 Instanzen. Wenn ihr für 6 haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare, weil es gibt auch ein paar YouTuber, zum Beispiel der MadSoft38, ist auch ein guter YouTuber, habe ich auch auf Skype. Und er hat auch ein Video dazu gemacht, wie man 6 Instanzen gleichzeitig laufen lassen kann. Das ist alles durch eine alte Version vom Musikbot. Und ja, dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, unendlich Bots zu haben. Dazu werde ich aber auch irgendwann nochmal ein Video zu machen. So, aber wie gesagt, ich habe ja euch noch versprochen, ein 5 Fakten über mich, was ich mag, Video zu machen. Und das wird auch bald rauskommen. Ich bin momentan noch einzelne Szenen am Produzieren und so. Deswegen lasst euch einfach mal überraschen. Und trotzdem versuche ich euch über Pfingsten ein paar Videos zu produzieren, damit ihr überhaupt noch was zum Gucken habt. Und wir fügen jetzt den nächsten Befehl ein. Der ist natürlich ein bisschen
Kuddelmuddel. Deswegen müsst ihr den immer manuell eingeben. Disable-login-bot. So. Fullname könnt ihr einfach alles durchskippen. Ob die Antworten korrekt sind, tippt ihr wie immer ein Y ein und macht den nächsten Befehl. mkdir-p opt-ts3-bot ts3-soundbot heißt, ihr habt jetzt einen diesen Pfad hier ja erstellt und jetzt gibt ihr dieses ch-own heißt, der Besitzer von diesem Pfad ist der Bot und ja, jetzt wechselt ihr in den Bot über su-bot 1/opt/ts3-soundbot. Jetzt seid ihr natürlich im Pfad drin und jetzt ladet ihr erstmal den Musikbot runter. So. Jetzt ist er auch schon fertig, ist eigentlich sehr klein die Datei. Und ja, jetzt tippt ihr ein tar-xjf Leerzeichen und dann sinusbot -0.9.8.tar.bz2. Dauert jetzt gerade einen Moment, jetzt wird der ganze Musikbot, also diese Sinusbot-Datei, wird in den Ordner verpackt. Das könnt ihr auch hier einmal sehen. Jetzt sind die ganzen Dateien, die in diesem Ordner hier drin waren, entpackt. So, zunächst müsst ihr dann die Config erstellen. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Jetzt laden wir als nächstes, hier steht schon, den TeamSpeak-Client runter. Und drauf ist er. Als nächstes müssen wir die Rechte dafür einstellen. Das geht über chmod. Dann 755 und dann der TeamSpeak-Pfad. Als nächstes dann /TeamSpeak. Wir haben das T klein geschrieben. Und jetzt einfach Enter. So. Jetzt der Musikbot, dass er eine Lizenz liest. Einfach Y drücken. Und schon lest ihr die ganze Lizenz. Und zum Akzeptieren drückt ihr einfach Y. Dann einfach Enter. Jetzt wird das verifiziert und 100%. Fertig habt ihr den jetzt schon gemacht. Geht dann Nano und dann die Config. Und überprüft, ob dieser Pfad hier mit dem hier unten übereinstimmt. Das kann ich jetzt nur zustimmen, weil ich ja, wie gesagt, alles jetzt richtig gemacht habe, wie da gefordert war. Drücke X, also Steuerung X, um wieder da rauszukommen. Und erstelle jetzt das Plugin, damit der Musikbot auch natürlich Musik wiedergeben kann. Unter cp-plugins/lib-soundboard und sonstiges. Dann cmod-755/. Jetzt sind auch die Rechte eingestellt, jetzt könnt ihr /ts3-bot-update. Jetzt zieht er sich gerade noch die Updates, es sind keine Updates verfügbar. Und fertig ist er, jetzt kann man schon den Musikbot hier rüber starten. Aber bevor ich das mache, zeige ich euch noch, wie ihr den Screen installieren könnt. Das macht ihr mit apt-get install screen. Moment, dazu müsst ihr jetzt wieder in den Root rein, damit ihr auch Screen installieren könnt. Macht hier apt-get install. Okay, man muss natürlich auch richtig schreiben können. Install Screen. Und jetzt installiert ihr gerade Screen. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr den Musikbot laufen lassen wollt. Und dafür müsst ihr dann auch nicht mehr Putty offen haben, damit er auch ja, sozusagen offline weitermacht. So, jetzt habt ihr Screen installiert. Jetzt geht ihr wieder SU. Nein. Okay, Entschuldigung. Das braucht ihr eigentlich gar nichts. Jetzt geht ihr nochmal hier in die Datei. Hole dann diesen Abschnitt hier raus. Kopiere ihn. Füge ihn hier in der Putty ein. SU-Bot-L-C und dann dieser Screen-Verlauf. Jetzt gab auch keine Ausgabe, jetzt könnt ihr auch direkt hier wieder in den Browser rein, tippt da eure IP ein. Bei mir im Fall ist es dann die buchmc.de und dann Doppelpunkt
8087. Enter. Und hier werdet ihr direkt nach einem Passwort gefragt. Und das Passwort ist immer gleich. Einfach Admin. Und Passwort ist dann FOOBAR. Fuba. So, und wie ihr seht, ihr habt schon das Webinterface. Benutzerkonten, dann hier Admin und so. Das klickt ihr hier auf Arbeiten. Könnt dann das Passwort ändern. In meinem Fall mache ich jetzt zum Beispiel das wie bei mir im vom Root das Passwort. Weil ihr müsst es ganz dringend ändern, falls ihr das auf einem V-Server habt, sonst kann man einfach, was weiß ich hier, deine IP.de 8087. Na gut, gibt's jetzt nicht, aber dmcpvp.net Doppelpunkt 8087. Tippe ich jetzt einfach den seine IP da ein. Ja, dann könnt ihr hier einfach sonst von demjenigen dann hier einfach das machen und schon seid, würdet ihr dann drinnen sein. Deswegen würde ich euch empfehlen, das direkt zu ändern, damit auch niemand anderes Zugriff auf den Musikbot hat. Dann, wie gesagt, hier Instanzen habt ihr dann diesen TS3 SB-Demo-Bot. Klickt ihr einfach hier wieder rein. Okay, jetzt hakelt es kurz bei mir rum. Nehmen wir unsere Standardsachen hier. 9987. Kennwort gibt es keins. Songs ankündigen. Es wird gespielt. Jetzt müssen wir natürlich auch kurz gucken, ob der TS überhaupt online ist. Das wäre mc-live.net. Okay. Ja, also TS ist online. Alles geprüft. Jetzt probieren wir schon mal, ob wir uns im ersten schon mal reintun können. Hab gerade eine Nachricht bekommen. All About Base. Starten den. Sobald es nicht mehr gelb wird, heißt es, er ist auch wirklich ausgeführt. Und wenn wir Glück haben, joint er auch gleich. Also er müsste definitiv joinen. Aber wir können nochmal nachschauen. Unter Instanzlog. Botconfig hat er übernommen. Aber anscheinend haben wir jetzt hier gerade irgendwo. Ja, wir müssen hier das nochmal kurz neu ausfüllen. Also zumindest war das jetzt gerade bei mir ein kleiner Fehler. Der hatte bei mir das vorhin nicht richtig übernommen. Deswegen einfach nochmal kurz neu ausfüllen. Und your settings have been applied, heißt meine Settings sind übernommen worden. Stoppt den einmal, startet ihn neu und da ist der Musikbot. Gehen dann hier kurz in die Umgebung. Sound resumed. Er macht keine Musik. Dazu geht ihr dann wieder hier rein. Musik. Geht dann hier zum Beispiel dann Radio. Und was weiß ich, I love Tubestars. Und dann könnt ihr hier dann, wie gesagt, laut und leise machen. Klein? Und ja, so habt ihr dann einfach ganz easy ein Musik-TS3-Bot. Und ja, ich hoffe, mein Tutorial hat euch weitergeholfen. Alle Befehle sind hoffentlich in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Ansonsten tut es mir sehr leid, wenn es nicht so ist. Aber ansonsten wird da bestimmt ein Link zur TS-Coach-Webseite sein, wo ihr euch dann den selber installieren könnt. Und ja, also hier sind die ganzen Befehle. Und statt dieses Xinit OPT TS3 Musikbot und so, werde ich euch dann das mit dem Screen hier reinschreiben. Und ja. Dann wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß mit eurem eigenen Musikbot und abonnieren, wenn ihr weiterhin Tutorials haben wollt. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr unbedingt noch weitere Videos mit V-Servern haben wollt, dann präsentiere ich noch ein paar. Und ja, dann wünsche ich euch noch schöne Pfingsten. Bis dahin, haut rein.